Donnerstag, 24. Mai 2018, 23.55 Uhr, die 18-jährige Toni Dreher-Adenuga aus Stuttgart kann sich nun offiziell Germany's Next Topmodel 2018 nennen. Die Schülerin mit nigerianischen Wurzeln gewann am Donnerstagabend das Finale von Heidi Klums Castingshow im Düsseldorfer Isdome. Schon vorab hatte sie gesagt, ich will GNTM 2018 werden, weil ich es liebe, auf der Bühne zu stehen und mich der Modewelt zu präsentieren. Die 18-Jährige galt als Favoritin der 13. Staffel. Ich bin einfach nur sprachlos, sagte sie unmittelbar nach der Siegerverkündung unter Tränen. Ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen, und ich danke dem Herrn dafür. Toni ist Mitglied einer christlichen Freikirche und besucht jeden Sonntag den Gottesdienst. Als Hobbys gibt sie auf der Sendungs-Homepage an, Poetry Slam, Bücher, Gedichte und Texte schreiben. Oluwa Toni Loba, Toni Dreher-Adenuga setzte sich im Finale gegen ihre Konkurrentin Juliana, 20, aus Kleinwinternheim in Rheinland-Pfalz durch. Zuvor waren schon die 22 Jahre alten Kandidatinnen Christina und Pia ausgeschieden. Die Gewinnerin bekommt nun einen Modelvertrag und ein Preisgeld von 100.000 Euro. Außer der Reihe erhielt die schon vor dem Finale ausgeschiedene Claudia den Topmodel Personality Award, über den die Zuschauer abstimmen konnten. Sie las daraufhin eine Rede vom Blatt ab, die aber so lang war, dass sie von Klum unterbrochen wurde. Bei der Finalshow in Düsseldorf standen unter anderem die Sängerin Rita Ora und ihre Kollegen Shawn Mendes, Vincent Weiss und Co. auf der Bühne. Im Publikum saßen die Kaulitz-Brüder, mit dem 28-jährigen Tom Kaulitz wird Klum seit längerem eine Beziehung nachgesagt. Erst kürzlich posierten die beiden gemeinsam auf dem roten Teppich in Cannes. Im Video, Traumjob Model, schuften für die Seite 1.